In der Mission zurück zum Becken. Ich begrüße und beglückwünsche Sie, Sir, und mein allerherzlichstes Willkommen im Becken. Ich bin Ihr elektronischer Kammerdiener und Zentraleinheit dieses Haushalts. Womit kann ich dienen, Sir? Ja, pass auf, Kumpel. Bedauerlicherweise nicht, Sir. Die Module dieser Behausung sind synthetische Persönlichkeiten, basierend auf einem nicht intelligenten Betriebssystem. In der Tat, Sir, obwohl ich Sie bedauerlicherweise darüber in Kenntnis setzen muss, dass die meisten davon seit Jahren abgeschaltet sind. Und wenn mir der Hinweis gestattet ist, Sir, stehen Sie ohne diese Gerätschaften besser da. Sollten Sir jedoch auf Ihre Dienste zurückgreifen wollen, müssten sich irgendwo Sicherheitskopien der Persönlichkeitsdisketten auffinden lassen. Die übrigen Module sind etwas launisch, Sir. Ihre Matrizen basieren auf fehlerhafter Logik und haben die Jahre nicht gut überstanden. Bedauerlicherweise befinden sich die Hauptbetriebssysteme ebenfalls auf den Persönlichkeitsbändern. Sollten mich Sir nach der Installation bitten wollen, Ihre Sprachinterfaces abzuschalten, würde ich dem mit dem größten Vergnügen nachkommen. Um auf Ihre Funktionen zugreifen zu können, Sir, ist es dennoch vonnöten, ein Backup-Holoband ausfindig zu machen. Gewiss doch, Sir. Neben meiner Aufgabe, die Personenmatrizen der anderen Gerätschaften zu verwalten, diene ich des Weiteren als Proviantmeister, Sir. Benötigte Güter können, Sir, über mein Handelsinterface erwerben, woraufhin die unverzügliche Lieferung selbiger durch winzigste Roboter erfolgt. Dinge kaufen? Ausrüstung reparieren. Sehr wohl, Sir. Die Cyberhundpistole. Ist drum oder was? Er brennt wie 3000, der wohnt da nicht. Aber meine Waffen haben wir nicht abgenommen, oder? Ich hab ihn noch. Ja, pass auf, Mann. Jetzt war der Plan. Oh Gott, ich hab da mehrere Ziele. So, schaut mal, es kann da drin was länger werden. Alle meine Freunde. Wo ist das? Da draußen. Die Antennenanlage X2. Sie machen heute einen besonders adretten Eindruck, Sir, wenn Sie mir diese Komplimente. Ja, gut, mit deinen Komplimente. Big M. Denkfabrik. Aha. Die Denkfabrik. Ja, du Heiliger. Wo bin ich denn da immer? Eindringling, Sie werden den Blicken meines Hohes Big MT. Aha. Na gut, ich mach schon mit Dumme. Genauso wenig wie seinen Sack. Welcher Depp ist das? Lobotomit. Ein hirnloser Depp, geh. Munter hämmert. Eine Maske. Schutzwert 5. Schutzwert 3. Wobei. Ich hab die Brei nicht. Ja, ein Lobotomit, geh einfach doch. Ich brauch dich um. Voll. Eine Satonit-Faust. Über 1000. Respekt.
Bella, welchen Chor nimmst du? Habt ihr was für mich? Patronen? Wir haben was hier mit. Ein Schnapskladl brauchst du ganz. Die Antennenanlage, wahrscheinlich die da. Wo kommt der Sound her? Oh ja, die schießen sogar. Und sie schossen scharf, die Buben. Hallo Kumpel, jetzt geht der Trickert. Der Schuss zwischen die Rippen. Oh ja. Oh Freunde, Plasmagranaten. Ich meine, ich mach die ernst. Aber das bedeutet erstmal ein bisschen Heilung. Handtaschen habe ich keine. Stealth Boys, Teampack habe ich nicht gefällt. Etwas Wein? Muss sein. Trollenresidenz. Mehr Schaden? Rein damit. Alter, wer da haben wir denn was? Oh, mit dem Schädel. Oh, der spritzt das Blut. So richtig gut. Und ja, bombardiert ist sie. Lumpi. X8 und X13 und X2 sind Ihr Ziel, nicht Lobotomit. Können Sie uns hören? Jawohl. Sie müssen sich beeilen. Die Protonaxt. Was hat der Mulbe beeilen? War auf die Empfehlung? Die Prozent, mehr nicht, oder was? Kuppel, das hast du. Der bläht dich ganz munter. Eine weitere Protonaxt. Bin ich gleich voll. Aber bring Kohle ein. Eine Blume, Frisier. Wo ist eine damit? Sprengstoff von 3 erhöht, jawohl. Hey Johnny, hier doch. Auf die Depp habe ich schon gewartet.
Wow, nein. In den Rumpf. In den Rumpf. Nein, es geht ausgenobt. Also komm, das haben wir schon mal bei X2. Bitte ein großes Drama? Eher nicht, oder? Aber wir schleichen. Und welcher Depp ist das? Geht gerade dicht, oder was? Scheiße, ich verdiene noch mehr, oder was? Oh, Blech, wie du bist, wahrscheinlich, oder? Freunde, wo bin ich? Badachkuppel, wie schaut denn aus mit Granaten? Ich bin runter, ich sau. Voll. Von Granaten hab ich nur. Oh, da ist rumpelt im Kistall. Energiezellen. Was kugelt da rum? Da rum oder was? Da liegt der Wurm rum. Angriff auf feindliches Ziel eingeleitet. Da ist auch ein Kiebig, ich bin da oben. Und er warf seine Haxen hinter sich. Altmetall. Backen brauche ich. Muni, jawohl. Das kann lieber so nicht, aber ich so wurscht. Alles, was gerückt, der muss mitnehmen. Heftig. Moment, Nuka-Cola. Bin in Tusch zwischendrin. Da komme ich wieder raus. Er spricht jetzt. Na drum, oder? Wird wahrscheinlich.
Durchbrechen Sie nicht das Big Mountain Kraftfeld, da dies zum Entkommen gefährlicher Ideen und oder Kreaturen, die diese Ideen haben, führen kann. Was ist das? Elektrisch oder so? Hätte ich wohl eine Wugelnist. Die Antenne nehmen. Nicht drüber, oder was? Sie versuchen wohl, die X2-Transmitterantenne zu stehlen, was? Wer glaubt doch? Das werden meine tödlichen Roboskorpione sicher zu verhindern wissen. Ja, bin ich überladen? Kann ich sein? Wie schwer bin ich denn? 51, scheiße. Komm, hilft nicht. Wodka. Hilft schon. Ein Roboskorpion. So was gibt's auch. Ich bin nicht, ich stecke rein. Ich sehe sie. Jetzt mache ich Schaft sind sie nicht gewachsen. Oh, Scheiße. Los, meine Schergen. Stecht sie in Namen. Meine Schergen, stecht sie im Namen all dessen, was Möbius ist. Los, meine Schergen, stecht sie im Namen all dessen. Das Problem ist, ich stecke gut ein. Hol da. Ein knapper Sieg. Moment, bisschen Geduld. War eine Heilung. Meine Strahlenresistent Panik, Nuka-Cola-Brammer. Nicht nach Medikamenten. Damit kann ich leben. Mir entkommen Sie nicht. Alter, wo ist denn der Blechhiebe? Mir entkommen Sie nicht. Wollen nicht drum, gell? Warte mal, der Mädel. Ich sollte in ein paar mobile Augen investieren. Los, meine Schergen. Stecht sie im Namen all dessen, was Möbius ist. Mir entkommen sie nicht. Eine Pulsgranate. Das kennen wir normaler. Brandgranaten. Pulsgranaten. Der Wissenschaft ist nicht der Wachs. Voll. Also mit den Pulsgranaten funktioniert es besser. Und der da drum, ha? Jetzt sollte ich mal noch schnuppern. Ich sollte in ein paar mobile Augen investieren. Wenn Sie diesen hier zerstören, dann mach ich. Also die Erfahrung habe ich. Thank you.
Und was brennt denn hier? Sag ich gleich mir lieber. Ich glaube, wir sollten bei Gelegenheit Pulsgranaten kaufen. Ich befürchte, da kommt einer. Weil der hat ein Anliegen. Wollen wir gleich mal mitteilen. Guck, guck, wo bist denn? Ein Grab. Das Kuckucksnest. Wo ist das? Ich glaube, da pfeift der Kuckuck. Ab und zu. Eine Lunchbox. Hey, fix. Wollen Sie wohl nix? Muss ich sehen. Und es war ein schlechtes Omen. Weil wie René Tobi. Leute, zwar aber den krieg ich nur. War nick. So, renn mal euer Leben. Lang muss ich nicht mehr. Eine Abhängigkeitsentfernung? Ein damit. Also bumm, ich hau ab. Mir geht die Heilung aus. Und er humpelt um sein Leben. Geh mir auf die Fersen. Alter, wenn er kommt. Die Sau, der bloße Nobi. Oder jetzt zerbrüttelt mich. Eine Brandgranate gewillig. Also die Sau liegt. Wert 0. Aber wir brauchen was noch wert.
Ja, besser, was war das nächste Ziel? X8. Oh, warte, war noch mehr. Wobei, eh da hinten. Aber bevor wir zu X8 laufen, werden wir pausieren. Denkfabrik. Warte, bin ich da erinnert. Warum habt ihr was gehabt für mich? Klebebandel. Willst du Hallo sagen? Hallo sagen, Enik. Oh, ich werde dir Dr. Hallo Borus geben. Ein Hallo, wie du es noch nie erlebt hast. Munition brauche ich. So, dann die Bombe auch noch eine Kiste. Vorbei. Drogen brauche ich ja. Ja, pass auf. Das Becken. Kann ich doofer Kaffee? Womit kann ich dienen, Sir? Sehr wohl, Sir. Jetzt kriegst du von mir. Bei der Dienstgewehr habe ich zwei. Jetzt haben wir weg. Holy, hat der jede Menge, das ist gut. Die Cyberhundpistole. Brauche ich die? Gewicht 27. Wert über 5000. Weg damit. Protonaxt, bring Kohle ein. Die Faust. Wobei die Knarre, die kann man nicht brauchen. Granaten habe ich nur. Die Antenne habe ich. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Handtasche. Steampack brauche ich ja. Und Munition, was haben wir? Hup. 40 mm Granaten, mehr nicht, oder was? 6 Stück. Raketen. Mein Dienstgewehr. 5,56. Oder die? Ja gut, fehlt oder nicht? Ja, über 10.000. Womit kann ich dienen, Sir? Pass auf, eine kleine Reparatur.
Sehr wohl, Sir. Nagelgewehr? Mein Laser. Jakob, bist du in? Guck du dazu. Buchklappe, was ist das? Also brauche ich noch was. Das habe ich die Antenne, muss ich die da mitschleppen oder kann ich die abgeben? Ich glaube, die muss ich mitschleppen. Okay, Bum, ich habe so mal nicht, wir brechen mal auf zum X8 Forschungszentrum. Aber bevor wir es machen, machen wir eine Pause. Und die machen wir, da erinnert, mein Schlafzimmer. Wobei du nicht. Schlafzimmer? Hab ich ganz gehabt? Da ist eins. Da ist gemütlich. Okay Leute, dann ist es beim nächsten Mal, geht dann genau da weiter. Bis dann und servus.